Da muss man zu einem Text, und wie gesagt, ein vorgeschriebener Text ist nicht schlimm, da muss man zum Text irgendwas hinzufügen, damit die Frau versteht, der Mann will die Frau kontaktieren und nicht irgendwelche Frau. Also mindestens den Namen oder vielleicht eine Frage, die persönlich auf die Frau bezogen ist oder vielleicht ein paar Details aus dem Steckbrief der Frau erwähnen. Das heißt, irgendwas muss da sein, das die Nachricht von dem Mann persönlich macht. Dear Strangers, das zeigt definitiv, der Mann hat wirklich seine Nachricht an alle oder an mehrere Frauen gesendet, ohne Steckbrief der Frauen zu lesen. Und das ist auch eine interessante Sache. Also das ist eine von den Hauptbeschwerden bei den Frauen. Die Männer lesen die Steckbriefe nicht. Also zum Beispiel unsere Online-Events. Nach jedem Online-Event, wir tauschen Kontakte aus. Das heißt, wir senden an die Männer Steckbrief, Kontakt zu jeder Dame, also die bei uns registriert ist. Steckbrief, Kontakt. Link zum Steckbriefkontakt. Das heißt, bevor der Mann eine Frau anschreibt, kann er doch mit seinem dicken Finger auf den Link klicken und ein paar Zeilen in dem Steckbrief lesen. Ist das kompliziert? Nein. Statt sich diese, wie kann man das sagen? Statt sich die Zeit zu sparen und sich ein bisschen zu informieren, schreiben die Männer alle Frauen, jung und alt, wirklich ohne Profile zu lesen.